kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass sie jeder sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. «Meister», sagten sie, «diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu?» «Wie oft in unserem Leben nehmen wir so einen Stein in die Hand? Wir werfen ihn auf Leute, die vielleicht nicht ganz unserem Bild entsprechen und nicht ganz auf unserer Wellenlänge sind. Es sind Leute, die wir verurteilen, wegen was auch immer. Sie haben vielleicht irgendwelche Schwächen oder Laster, die uns nicht entsprechen, wo wir dann das Gefühl haben, wir seien besser als sie. Vielleicht sind es Leute in deiner Gemeinde, die rauchen. Solche, die sich ein bisschen komisch anlegen in ihrer Schule. Oder vielleicht ist es die Nachbarsfrau, die von ihrem Mann geschieden ist. Irgendwo ist bei uns allen irgendwo die Grenze da, wo wir so einen Stein in die Hand nehmen und den auf die Menschen werfen. Aber dabei haben wir doch gar nicht das Recht dazu. Was sind wir denn besser als sie? Jesus sagt, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Wir verurteilen Menschen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir seien besser als sie. Aber zu was führt das in unserer Gesellschaft? Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz ist schon fast zu einem Trend geworden. Und wir selber versuchen krampfhaft, unsere Schwächen zu verstecken. Aus Angst, vielleicht einer von denen zu sein, der plötzlich so einen Stein angeschossen bekommt. Einige von euch tragen vielleicht so ein Bändeli. Das Bändeli, das drauf steht, WWJD. What would Jesus do? Wir wissen ganz genau, wie Jesus handeln in dieser Situation. Ich lese euch noch den zweiten Teil von dieser Bibelstelle vor, die ich noch vorher schon am Anfang davon vorgelesen habe. Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, «Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen.» Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie ihnen gestellt hatten. Er richtete sich auf. «Wo sind sie geblieben?», fragte er die Frau. «Hat dich keiner verurteilt?» «Nein, Herr, keiner», antwortete sie. Da sagte Jesus, «Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr.»